Könntest du das mit mir kurz machen? Ja, das ist kein Problem, das machen wir. Aber das muss wirklich aus Überzeugung, jetzt aus deinem tiefen Herzen rauskommen. Also du bezeugst, dass keiner verdient hat, angebetet zu werden außer Allah. Und du bezeugst, dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Ashhadu an la ilaha La illallah ilaha wa ashhadu illallah anna Na Muhammadan Muhammadan Rasul Rasul Allah Allah Alhamdulillah, Schwester. Alhamdulillah. Wie fühlst du dich jetzt? Gut. Also ich beschäftige mich, wie gesagt, seit 2 Wochen nur mit dem Islam, 3 Wochen. Und das ist irgendwie so befremdlich, weil ich habe so ein Bild von Islam gehabt, nur so als von diesem Terrorismus, also das, was eigentlich so durch die Medien transportiert wird, ja. Und seitdem zieht mich das total an, ja. Du bist hundertprozentig fest überzeugt, dass Islam die einzig wahre Religion des allmächtigen Gottes ist. Hundertprozentig. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Und du bist 24 Jahre alt. Ja. Und keiner hat dich gezwungen, den Islam anzunehmen. Außer Allah. Alhamdulillah. Nein. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okay, also du bezeugst, dass keiner verdient hat, angebetet zu werden, außer Allah. Und du bezeugst, dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Ja. Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illa Allah. Illa Allah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasul. Rasul. Allah. Allah. Allahu Akbar, Schwester. Alhamdulillah. 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 Das ist die größte Freude für uns Muslimen, dass du unsere Schwester geworden bist. Möge Allah aus dir ein leuchtendes Vorbild für den Islam in diesem Land, inshallah, machen. Und möge Allah uns allen Ikhlas geben und den Islam inshallah siegen lassen. Ja. Inshallah, ja. Inshallah. Und wie fühlst du dich? Gut. Gut. Alhamdulillah. Gut. Alhamdulillah. Ja, also mir war es wichtig, das auch jetzt offiziell zu machen. Ja. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Schwester. Du bist Deutsche oder? Ja, ich bin Deutsche. Du bist ja auch. Also, ja. Und ich habe versucht, im Ramadan zu fasten. Leider habe ich es nicht geschafft. Ich habe 2 Tage am Stück geschafft. Aber ich habe Kopfschmerzen bekommen und jetzt hole ich die Tage nach. Ja, gestern habe ich noch gefastet, aber ich hatte so Kopfschmerzen bis heute. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Du hast gerade offiziell den Islam angenommen und ab jetzt erwarte die Hilfe von Allah, inshallah. Alle Taten, die Allah uns und Pflichten, die Allah uns befohlen hat zu verrichten, die werden dir leicht fallen. Okay. Inshallah. Also, inshallah, wenn du morgen anfängst zu fasten, dann sieht es ganz anders aus. Ja? Ja, ja, inshallah. Okay. Okay. Aber wichtig ist das Gebet, Schwester. Also, dass du inshallah 5-mal am Tag betest. Ja. Denn das Gebet ist das A und O im Islam. Das Gebet kommt vor dem Fasten. Ja. Hast du ein Gebetsbuch? Ja, habe ich. Alhamdulillah. Und unsere Koran-Übersetzung hast du auch bekommen? Ja, ich habe sogar, ich wollte das bestellen, also ich wollte das rote Buch bestellen und dann sah ich, das sind 10 Exemplare. Dann war ich so überfordert und dann habe ich dann doch mich bei dem blauen angemeldet, dann habe ich das blaue bekommen und dann habe ich von einem
von einem Bruder gestern das Rotexemplar auch geschenkt bekommen. Mashallah, mashallah. Also ich habe zwei. Eine und den auf Arabisch habe ich auch, also den Original. Mhm. Alhamdulillah, ja. Alhamdulillah. Ja. Ja, das freut uns, Schwester. Also wenn, ja, wenn du Fragen hast oder Schwierigkeiten hast, bitte zögere nicht, uns anzurufen. Du bist unsere Schwester und wir freuen uns auf dich. Danke. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله